Die ARD lässt mal wieder Sturm der Liebe ausfallen. Diesmal müssen wir aber nicht wegen des Sports auf unsere Lieblingstelenovela verzichten. Tatsächlich findet am 19. September die Beerdigung von Königin Elisabeth II. In London statt und die ARD berichtet live. Schon früh um 9 Uhr geht es los. Leontine von Schmettow kommentiert das Geschehen für die Zuschauer. Ab 12 Uhr deutscher Zeit findet der Gottesdienst für die verstorbene Queen statt. Danach wird der Sarg zu seiner letzten Ruhe nach Windsor in die St. George's Kapelle gebracht. Die Übertragung ist bis 17 Uhr angesetzt. Am Dienstag geht es dann wieder ganz normal weiter mit Sturm der Liebe.